So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Schwuppdiwupps. Wir müssen leider immer noch ganz schön speeden. Naja, wieso leider? Also, ich meine, macht ja irgendwo Spaß. Also, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja, aber. Denn wir haben immer noch ein ganz schönes Defizit zwischen der Zeit, die wir noch brauchen und der Zeit, die wir haben. Also bis zur Pause. Das war aber schon eine schöne Kurve hier. Eine relativ enge Probe. Mal gucken. Ah, easy, no problemo. Vielleicht doch. So. Was? Was ein Also Aussichtspunkt. Alter, die Hänger schaukeln, die Auflieger schaukeln aber schon ganz schön. Schöner Strand. Darauf war aber nicht geplant. Aber da kommst du wieder in eine Stadt. Also wieder 30 rote Ampeln. Sehr geil. So ein Kotz, die Kacke. Yeah, boah, da kriegt man schon wieder Plack. Nee. Aber wenn ich auf der anderen Spurseite, auf der anderen Spurseite, auf der anderen Fahrseite fahre, dann fehlt ja wirklich für uns. Also easy. Aus hier. Sehr geil. Sehr, sehr schön hier. Geht nach vorne rum. Warum kommst du jetzt? Das ist alles illegal. Die mittlere Spur ist meine Spur.
da vorne schon wieder Verlängerung gehoben. Also jetzt noch nicht die, aber die gleich kommt, da hinten die. Park. Oh. Die Straße muss so eng werden müssen, was denn los hier? Die Kurven auch. Wir sind mal doch lieber auf der Autobahn geblieben, also auf der Strecke, die uns am Anfang vorgeschlagen wurde. Ich glaube mal, die Zeit hier holt mir irgendwie nicht mehr auf. Also kann ich hier so schnell fahren, wie ich möchte. Wir haben schon wieder fast keine Ausdauer mehr. Ja. Ich brauche einen Sprit. Wir haben noch 4 Stunden Zeit, um eine 6 Stunden Strecke zu fahren. Das kann doch gar nicht funktionieren. Und das, obwohl wir schneller fahren, als die Polizei erlaubt. Ich komme mir gerade vor, wie hier bei so Rennspielen, wo man seine eigene Bestzeit schlagen muss, ne? Hier ist eine enge Kurve hier. Ah, kriege ich die so? Ja, sieht gut aus. Jawohl. Sehr geil. Oh oh. Da vorne wird es wieder sehr unübersichtlich, vor allem mit Gegenverkehr. Kackt die Wand an. Ey, guck, das wird nicht mehr. Wir haben gerade mal 10 Minuten Puffer aufgebaut. Also, fehlenden Puffer abgebaut. Was? Egal. Eine schöne Brücke hier. Wow. Ey, da fehlt was.
Also die Sache ist die. Wo kommt diese Schranke her? Oh Mann, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Ja, Mutter viel Funktion. Ah, leck mich doch. Ist die überhaupt irgendwo in der Werkstatt in der Nähe? Wäre denn die nächste Werkstatt? Hier gibt es nicht mal eine Werkstatt in der Nähe. Ah, fuck. Okay, komm. Ah, das ist doch nicht wahr. Hä? 12:30 Uhr? Das war gerade eben. Ah, super. Ist bestimmt genau nach dem Unfall gerade gespeichert worden, bitte. Wie immer. Ist genau. Ja. Ich krieg die Krise. Also müssen wir schon mal bei der Brücke müssen wir aufpassen. Aber die Brücke ist doch so hoch. Warum ist da dann auch noch eine Hebebühne? Also mit sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass das eine Hebebühne ist. Meine Gott. Wieso sind die Fenster eigentlich? Ich hab sie aufgemacht. Hört jetzt auf. Ja doch, die waren auf. Okay, never mind. Dann geh mal wieder auf hier. So. Irgendwo den Verkehr nehmen, ne? Oh, doch. Also irgendwie haben wir gerade mit dem Unfall, kann das sein? Ey, fahr doch mal rückwärts. Ja, doch. Hallo? Ich glaube, mein Getriebe ist kaputt. Oh mein Gott. Nee, Mann, wir müssen eine andere Route nehmen. Das funktioniert so nicht. Wir müssen mal gucken. Wenn ich jetzt unsere Marker, die wir gesetzt haben, jetzt mal aufnehme, mal gucken, was er mir denn für eine Strecke vorschlägt. Wo bin ich denn jetzt hier? Achso, ich habe den Schnellspeicher. Egal. Nein. Hilfe. M. M. Oh mein Gott. Route zurücksetzen. So, was haben wir jetzt? Jetzt schickt er uns da oben lang. Okay. Und jetzt natürlich hier erstmal wieder schon die ganze Strecke zurück und so. Ah, eine Kacke. Naja, ist natürlich wesentlich verschlungener, die Strecke hier. Und das hat uns wahrscheinlich einfach insgesamt zu viel Zeit gekostet. So, jetzt brauchen wir wie viel? 7 Stunden brauchen wir jetzt noch, ne? Wie viel haben wir?
Leckstunden. Können wir einfach perfekt durchfahren? Gut, würde uns nicht so viel bringen. Na komm, Scheiß, zeig die Zeit an. Aha. So, wir brauchen noch 7 Stunden und wir haben noch 6 Stunden. Das klingt schon mal etwas realistischer. So, ist jetzt auch wieder vor der Stadt, ne? Vielleicht die Stadt auch nochmal abfahren hier. Mit unserer wunderschönen Mittelspur. Ah, hier ist wieder so eine Werkstatt. Ja, ich meine, jetzt brauchen wir keine. Schaffen wir den? Ja, locker. Bleib stehen. Eigentlich muss man sich immer darauf verlassen, dass die stehen bleiben. Ah, nee, jetzt ist die große Stadt, ne? Eben. Muss natürlich aufpassen, dass keine Linksabbieger uns jetzt über den Haufen fahren, während wir aus der Mittelspur fahren. Ach, da hätte ich rumkommen müssen, damit ich weg. Oh mein Gott. Wow, wow. So. Einmal schon die Trommel bremsen. Was, wie, wo, wer, wie, was? Was ist passiert? Ja? Gab's ja keinen Gegenverkehr. Oder habe ich kurz. Ja. Wahrscheinlich viel zu eng gelenkt gerade. Ah. Dann geht's wieder auf die Autobahn. Die ist zumindest mehr für hohe Geschwindigkeiten optimiert, ne? Also.
könnten wir da auch etwas schneller ins Recht kommen. Da ist ein Parkhafen oder was? Fahr mal schneller. Hä? Hat er gerade mein Speed Control nicht angenommen? Achso, weil ich Reklame hatte. Ah, kacke. Muss ich erstmal neue Speed Control anlegen. So. Eine lange Rechtskurve. Dann fahren wir jetzt hier wieder zurück zum Anfangspunkt, ey. Mindestens ist die Straße hier schon übersichtlich. Ich meine, gut, auf der Autobahn haben wir wieder das Problem, dass da vielleicht irgendwelche Sperrungen in der Autobahn sein können. Wo wir dann wieder irgendwelche Umwege fahren müssen. Aha. Bitte nicht. Das wäre eine echte Katastrophe. So viel Gegenverkehr. Klar, kaum haben wir Autos vor uns, kommt natürlich auch Gegenverkehr. Egal, ist eh die Auffahrt. Von daher sind wir wirklich auf der Autobahn. Kein Rot. Da fahre ich mal auf die Spur. Hier haben wir kein Rot. Ach, die Welt kann so einfach sein. So. Ist das Glück, was ich gerade mache? Das ist gar nicht gut, oder? Doch. Oh. Mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott, what the fuck? Okay. Also, das war schon interessant. So, jetzt haben wir hier ein bisschen weitere Straßenführung. Ja, jetzt mal ein bisschen mehr vorausschauen fahren. Ah. Ich war gespannt, wie viel Zeit wir jetzt auf Kurs bekommen hier auf der Autobahn. Oh, wir sind in Dahlem. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt unser Sprit reicht. Ha! Okay. Ich meine, wir haben noch ein Viertel an Tank. Und wir haben schon mehr als drei Viertel der Strecke abgefahren. Also rein rechterisch müsste es denn ja eigentlich passen. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass wir die erste Hälfte der Strecke normal gefahren sind und damit wesentlich weniger Spritverbrauch hatten. Und wenn man das dann mit betrachtet, dann ist es wieder fraglich, ob es dann noch so, ne? Und so.
wir da runter? Ja, wir müssen da runter. So. Wollt ihr mich jetzt hier oder was? Ich glaub's ja. Das ist ja hier. Das kannst du dir nicht ausdenken, Junge. Aber was ist jetzt hier? Hier für eine Satire-Show. Oh, links, rechts ist frei, sehr gut. So. Was war das gerade? Sehr interessant. So, wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo günstig an der Tankstelle vorbeikommen. Nein, Exit only? Nee, da wollen wir gar nicht hin. Das Mikrofon ist ganz schön tief. Immer diese Autos, die links fahren, obwohl sie kaum schneller fahren als der Verkehr, der rechts ist. Beide Spuren immer dicht. Die sind doch nicht mal ganz dicht im Kopf hier. So, mittlerweile sieht es ganz gut aus. Ach nee, sieht's nicht. Nevermind. Sieht immer noch scheiße aus. Das schaffen wir doch auch nicht. Egal, für was ist diese Mikro, für was ist um diese Restzeit berechnet? Da wurde eine interessante Brücke. Hoffentlich nicht wieder eine mit Schwebefunktion. Denn dann wären wir am Arsch. Wobei es nicht so aussieht. Obwohl doch, kann sein. Das da oben ist eine Hebevorrichtung. Okay, wir haben grün. Das ist schon mal gut. Okay. Alles im Bereich. Was für ein Wort ist. Das Sprit sieht noch relativ gut aus, ne? Ich glaube, das könnten wir echt packen. Wir werden sehen. Wow, zum ersten Mal sind wir wesentlich schneller als 80 mph. Wow, neuer Rekord. Ja. So um die 130 km/h haben wir gerade drauf. Für die, die mit mph nichts anfangen können. Ist ja eigentlich immer so ungefähr, ja, so ganz grob.
Das anderthalbfache. Ja. Also eigentlich sind es immer ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, so ganz grob, wenn man so ganz grob überschlagen möchte, einfach das anderthalbfache. Ja. Das heißt, bei 80 mph hat man ungefähr 120 km/h. Und bei 185 mph, ne, liegt man so ungefähr 130 km/h. Also. Und eben 65 mph ist ja das, was auf meisten Autobahnen zulässig ist. Das wären dann halt so fast genau 100 km/h. Wenn man es genau ausrechnet, halt irgendwie 105 km/h oder irgendwie so. Da müssen wir runter. Schalt jemand an. Hätte ich hier beinahe die Ausfahrt verpasst. Dann blockiert schon wieder jemand die Spur. Kack, die Wand an. Ah, ne, okay. So, geht es jetzt nach rechts, weil du da runter willst. Ah, ne, sieht nicht so aus. Glück gehabt. Bleib mal trotzdem ein bisschen weiter rechts hier, falls er doch überzieht. Niedriger Tankstand. Tankstand. Also laut Anzeige haben wir noch mehr als ein Viertel. Also unten geht der Nadel da, ne? Hä? Nicht mehr als ein Viertel. Mehr als die Hälfte vom Viertel, also mehr als ein Achtel. Wir hätten runtergemusst. Warum ist das schon wieder gesperrt? Warum ist immer dann gesperrt, wo man hin möchte? Ist doch nicht normal. Ja, müssen wir wieder angeblich hier so riesen Umweg fahren. Verarschen. Aua! Was? Hä? Oh, da kam ein Auto. Oh mein Gott, das ist eine Kackmission. Das ist ja hier. Ja, und der fährt einfach weiter. Na klaro, klaro. Ey, leck mich doch am Arsch. Wie der einfach weiterfährt. Ey, ich will rückwärts fahren. Wieso fahre ich vorwärts, obwohl ich die S-Taste drücke? Liebes Spiel. Ich drücke doch gerade die S-Taste. Also manchmal erschließe ich mir die Physik nicht ganz. Ah, jetzt halt rückwärts. Oh mein Gott. Na. Na komm, fahr. Ne, das wird nichts. Eieiei. Na komm, fahr. So, und wehe, wie ist das eine Alpha-Wand? Ich hänge. Wo hänge ich? Wehe, hier ist eine Alpha-Wand. Was hat der jetzt schon wieder? Ich dachte immer bei 30 Minuten vor der nächsten Pause. Jo, leck mich am Arsch. Das Spiel ist gerade komplett gegen uns, kann das sein? Na egal. Dann verarschen wir nicht nur das Spiel, sondern das hat das Spiel auch halt auf uns. Unsere Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Auch noch. Ne, halt. So. Digga, wie schnell fährt die Pausenzeit?
wie ist die Autobahn zu Ende, kann das sein? Oh mein Gott, wir werden so hart sterben. Wie konnte diese Folge so, also die Mission nur so schief laufen? Ja, wir hätten halt bei der einen Mission da nicht pennen dürfen, ne? Aber ich meine, wir hätten sowieso irgendwann pennen müssen. Also, aber scheinbar nicht schon so früh. Man hätte aber wohl viel schon geschafft, oder was, oder wer? Ich finde es halt so witzig, dass man schon von rumdöst, noch bevor die nächste Pause überhaupt erreicht ist. Das lässt sehr viel auf die Realität zuschließen, ne? Im echten Fall macht man auch als Pause, wenn man schon lang tot ist. Ein bisschen krank, ne? Naja. Das ist die schlimmste Mission, die ich hier hatte. Also, in dem Spiel. Okay, unsere Fahrt hat noch keinen Schaden, seltsamerweise. Wie auch immer das geht. Aber unser LKW hat 12% Schaden. Und das ist ein ordentliches Sümmchen. Ah. Hä? Was? Selbstbeteiligung? Und wie hat halt die restlichen 92%? Hä? Was zur Hölle? Selbstbeteiligung ist doch nur, wenn man einen geliehenen LKW hat. Haben wir doch gar nicht. Der gehört doch uns. Oder ist der versichert? Ist das was Neues? Haben wir das auch bei ETS? Nee, ne? Habe ich so noch nie gesehen. Interessant. Jetzt genau. Und das Sprit ist mittlerweile tot. Wir haben noch 13 Meilen, 10 Meilen. Wow. Und Paris im Stocker. Jetzt bitte kein Gegenverkehr. Wow, 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 wow. Oh, wir sind vorne gleich die Werkstatt. Warum darf ich nicht geradeaus fahren? Achso, ist wahrscheinlich so eine Strecke, wo man auf der Straße nur so rumfahren darf und auf der Straße nur so rumfahren darf. Ne? Kennt man ja. Sachen, die für uns nicht relevant sind. Wie ein Geisterfahrer. Hier sind ganz viele. Oh. Wir werden sogar schon gesucht. Was? Was labert die? Kann ich mal Deutsch sprechen? Halt, die müssen rein. Und wo genau? Halt, was ist los hier? Wo hinten denn? Nach hinten irgendwo, okay. Das heißt, ich muss da hier und dann müsste ich das ja fast sehen, ne? Hier redet ja in die Kabine rein. So, muss ich schon ausweichen. Ausschwenken möchte ich doch. Damit ich da gerade genug raufkomme. Ob das klappt, ich wage es bezweifeln. Ah, doch, sieht gut aus. Das war eine. Also das war ja hier. Holla, die Waldfee. Ja, wieder haben wir ein Level geschafft. Das ist ein little bit krank. So, jetzt haben wir die Streckenentfernung maximal ausgebaut. Jetzt müssen wir gucken, was wir denn als nächstes Writers Guild. Aber ich bin froh, dass wir diese Mission erstmal abgeschlossen haben. Das war ja sehr
emotional, würde ich schon fast sagen. Es war schon recht heftig. Bis dann.